Hallo liebe Leser von motorsportmagazin.com, herzlich willkommen aus Frankreich. Bonjour aus Le Mans. Ja, die Motorsport hat ja in Le Mans hier erstmals eine richtige Heimat in Frankreich gefunden. Zuvor wurde er schon auf 7 anderen Strecken in Frankreich gefahren, mehr als in jedem anderen Land. Da war Manicourt mal einmal, Le Castellet, Rouen. Aber so richtig heimisch geworden ist die MotoGP erst hier in Le Mans. Seit 2000 wird hier gefahren, der Zuschauerzuspruch wächst von Jahr zu Jahr. Bekannt ist Le Mans aber nach wie vor natürlich für ein anderes großes Motorsport-Event, die 24 Stunden, die ja auf einem völlig anderen Streckenlayout hier ausgetragen werden. Das 24-Stunden-Layout besteht größtenteils aus öffentlichen Landstraßen, die einfach für dieses eine Rennwochenende abgesperrt werden. Besonders bekannt natürlich die lange Hunaudière-Gerade, auf der ja vor einigen Jahren diese zwei Bremsschikanen eingefügt wurden. In der zweiten dieser Bremsschikane befinde ich mich nun aktuell. Kurzer Rundumblick. Und die MotoGP fährt auf dem permanenten Streckenteil hier. Der befindet sich quasi im Infield dieses über 13 Kilometer langen 24-Stunden-Kurses. Das MotoGP-Layout hat nur etwas über 4 Kilometer. Und die Strecke hier ist bei den MotoGP-Piloten nicht unbedingt beliebt. Der Grund liegt im Layout eben. Die Strecke ist relativ langsam, viele enge Kurven, hat relativ starken Stop-and-Go-Charakter. Und das mögen die Fahrer nicht so besonders gerne. Ihnen sind immer lieber die flüssigen Stellstrecken. Besonders wenig gefallen an diesem Layout werden in diesem Jahr wohl die Honda-Piloten finden. Man hat zuletzt in Jerez schon gesehen, aus langsamen Kurven beim Herausbeschleunigen, da haben Marc Marquez und Co. große Probleme. Und das zählt auch hier, also könnte es wieder ein Fall für die Yamaha-Piloten, Valentino Rossi und Jorge Lorenzo werden, die ja im Vorjahr hier schon einen Doppelsieg eingefahren haben, während es für Honda ein heftiges Debakel gab. Die Wahrheit liegt natürlich wie immer auf der Strecke und wie es denn wirklich aussieht, sehen wir am Freitag in den ersten Trainings.